Katjana, tanz mal. Nice. Mach mal irgendwas Sexyes für Thumbnail von meinem Blog. Vielen Dank. Wenn das jetzt nicht mehrere Millionen Aufrufe bekommt, weiß ich auch nicht. Besser. Mich richtig gefühlt wie so ein Lappen, als ich gestern einfach den Akku für die Kamera vergessen habe. Okay, dann kann der Tag ja starten. Allerdings hat meiner schon mit sehr schlechten Nachrichten gestartet. Felix. Ja? Wir haben ein Problem. Ja. Jule ist krank. Ja? Ja, und zwar erst seit heute Morgen. Ich habe niemanden für Ton. Oh oh. Dun, dun, dun. Vic, wen hast du da dabei? Das ist Tarek. Ein verschlafenes, zerknülltes Stückchen Mensch. Das heute Morgen. Aber rettet uns heute. Tarek, hi. Vielen Dank dir. Okay, Leute, ich dachte ursprünglich, dass das Schlimmste wäre, dass Jule heute krank ist. Ich habe das auf diesem Kanal schon mal gesagt und ich thematisiere das jetzt nochmal. Josh hat nämlich vorhin angerufen. Der wurde vom Auto erfasst auf dem Fahrrad. Ist alles soweit erstmal okay. Aber ich habe dieses Foto bekommen und es sieht alles andere als gut aus. Tragt Helm. Es ist einfach absolut nicht wert, ohne Helm Fahrrad zu fahren. Das ist meine moralische Geschichte heute. Wir sind jetzt hier schon am Set und müssen irgendwie gucken, wie wir damit umgehen. Es ist auch völlig egal, es ist völlig irrelevant. Plötzlich merkt man, wie irrelevant dieser Job ist. Es geht darum, dass es den Leuten gut geht. Und dann schauen wir weiter. Wie fühlt sich der Tag bisher für dich in Musik an? Boah, das ist jetzt eine Herausforderung. Ich würde ungefähr so. Ja, true. Ja, also alle am Set sind jetzt extrem, also es ist sehr konzentriert, es ist wirklich eine harte Stimmung. Wir wissen nicht, wie wir umgehen sollen mit Joschas Nicht-Dasein. Mit Joschas tragischem Unfall. Ja, es scheint ja alles gut zu sein, die Stimmung darf sich wieder lockern. Auch Jule ist wieder da. Hallo! Schön, guter Einsatz. Und dreimal die Wand ein Bier holen. Ja, genau. Jetzt komm! Ach nee. Hallo. Oh my god, I missed you, little boy! Oh Gott! Hat sie gesehen, dass ich die Kamera anmache deswegen oder hat sie mich wirklich vermisst? Oh nein, das habe ich gar nicht gesehen! Oh my god, I didn't see it! Und ich bin so kitzlig, it's the worst. Hi. Geil. Schon richtig authentisch. Ja, also, jetzt hier ist es geleakt! Katjana Gerdschwanger! Das ist dein Kind. Nein. Oh nein! Aber man will ja cool aussehen. Deswegen. Aber sieht das jetzt wirklich cool aus? I mean, ja, noch nicht. Es wird geil aussehen. Ein bisschen badass. Nee, aber ja, Helm schmellen. Autofahren. Das ist nicht die Message, die ich hier verbreiten möchte. Quark, Quark beiseite. Joscha, darf ich deine Geschichte als Moralapostel-Geschichte für den Vlog nutzen? Trag Helme. Ja. Wirst du jetzt auch Helm tragen? Ja, ist so dumm. Also beim Wakeboard-Fahren, wo man immer nur in weiches Wasser fällt, trage ich immer einen Helm. Das sieht auch echt übel aus. Aber am Fahrrad so, nee, ich möchte cool sein, wenn ich durch Köln fahre. Ich bin ja hip und jung und modern. Dumm. Ich sagte gerade schon, Querschnittslähmung sieht nämlich blöder aus ja, als Helm. Absolut. It's not worth it, Leute. Ich kann euch, also auf diesem Kanal, wenn ihr umguckt, wir haben noch Fahrradunfälle mit David, wir haben Fahrradunfälle mit mir. Helm!
Wie ist das, würdest du Querflöte spielen, eine extrem kranke Querflöte. Das ist halt unterlegt. Okay, also Joscha geht's wieder gut. Und es ist kein Scheiß. Es ist T-Shirt-Wetter gerade. Der erste Tag des Jahres mit T-Shirt am Set in der Sonne. Geil oder geil? Richtig geil. Richtig geil. Bis es hieß, wird das gevloggt und dann wurde es gewünscht. Also, let's go, Vic, zeig, was du kannst. Bitte schneid das nicht rein. Ich will nur coole Sachen von dir im Vlog haben. Wenn du einen Trick machst, lass uns die Sachen einfach gut inszenieren. Wir filmen jetzt einfach nur noch die Landung. Ja, das war real. Das war echt. Hey, lieben, vielen Dank. Dann sehen wir uns morgen. Tarek, ich schaue mal, bis bald hoffentlich. Achtung. Tschüss. Stop. Ah, mein Handy nehme ich noch mit. Nimm das mal mit. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, was für ein weirder Tag. Als ob der Tag heute nicht eh schon irgendwie komisch genug gewesen wäre, habe ich auch noch zwischendrin einfach einen Anruf von Robin, dem Sänger von Venues, bekommen, der mich zu einer Filmpremiere in Essen eingeladen hat. Ich bin jetzt schon zu spät, ich werde es nicht mehr schaffen zum Eventstart, aber ich sollte es noch schaffen zum Filmstart immerhin. Einfach so Anzug und Sneaker, ist das okay? Robin sagt, ich soll nicht ganz so wie der letzte Penner kommen. Einfach so. Ist okay, oder? Ja, aber was ist das, wo du hingehst? Eine Filmpremiere von einer Band, die so einen Tourfilm gemacht haben. Es ist halt ein Red Carpet Event. Aber ich komme eh zu spät, also es wird nicht... Ja, man sieht halt so ein bisschen das an. Ist das nicht gewühlt, das ist aber drauf geschissen, ja. Ja. Keine Zeit zu bühlen, okay. Go. Jo, Ankunftszeit aktuell 19.50 Uhr. Das heißt, wirklich so eine richtige Last-Second-Aktion. Okay. Soll ich's tun oder nicht? Okay, ja. Why not, Alter? Zieh durch. Cool, alles klar. Dann bis hoffentlich gleich. Jo, bis gleich. Ciao. Ciao. Ich bin tatsächlich noch rechtzeitig. Ich muss mich nur beeilen. Hi. Hi. Name? Marius mit Maniski? Ja, ja, dann hatten die das schon. Viel Spaß. Dankeschön. Gerne. Krasser Event-Location auf jeden Fall. Also man trifft auf solchen Events immer Leute, die man kennt. Ich weiß nicht, ob ihr Merlin jetzt schon kennt. Wenn nicht, dann im Laufe des Jahres spätestens irgendwann. Merlin, wo gehen wir hin? Backstage. Backstage, okay. Also Leute, viel Spaß und wir sehen uns. Viel Spaß gemacht. Es ist mittlerweile sehr laut. Es ist so ein Netzwerkevent. Alle reden miteinander. Ich habe keine soziale Energie mehr. Deswegen glaube ich, gehe ich jetzt nach Hause. Wir haben auch morgen einen anstrengenden Tag mit Aufbau und so. Aber ich kenne hier eh keinen, außer die beiden. Abonnieren, Leute. Und die da hinten natürlich auch. Abonnieren.
Gab's eigentlich? Gab's einen Vlog zu dem? Nee, ich glaube nicht. Nevermind, ihr kennt den nicht. Voilà. Robin, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne. Was ist eine Band, die man auf jeden Fall abchecken muss? Insgesamt oder am heutigen Abend? Am heutigen Abend. Electric Callboy? Hätte ich mal gesagt. Nicht schlecht, Alter. The most obvious answer. Secret upcoming star, Geheimtipp quasi des Abends. Check Electric Callboy ab. Up and coming, sehr geil. Kennt auch kaum irgendjemand hier heute. Alter. Sehr, sehr geil. Vielen Dank für die Einladung. War ein cooles Event. Ne? Auf jeden Fall. Und jetzt ab nach Hause. Ha ha ha.